神羅転生。Warte mal, kurz Pikachu hat dieses Wort geht, das ist echt etwas merkwürdig. So, was meinst du? Während wir auf dich gewartet haben, haben wir uns hier draußen einmal ein bisschen nach Hinweisen und Aktivitäten und Notizen gesehen. Aber gefunden haben wir bisher nichts, die geringste Spur. Jetzt wo du es erwähnst, hier ist es wirklich ziemlich ruhig. Aber nachdem all dem, was wir an anderen Pokémon erfahren haben, sollten sich an diesem Ort ein paar Antworten finden lassen. Und auch mein Instinkt sagt mir, dass sie jetzt genau hier richtig sind. Die Kerle von den Notizen verstecken sich hier, da bin ich mir ganz sicher. Aber wo? Genau, das müssen wir herausfinden. Wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr Voruntersuchungen bereits abgeschlossen? Dann sollten wir jetzt mal den Pokémon reden, die sich hier so aufhalten. Vielleicht können wir die uns ja ein bisschen weiter was verraten. Ein guter Plan. Ihr zwei wollt bestimmt ein paar der Pokémon gefangen, stimmt's? Ich werde mich in der Zwischenzeit weiter umsehen. Danke, Rachel. Kano? Du und die anderen könnt ruhig hier warten. Wir lassen euch wissen, falls ihr eure Hilfe benötigt. Dago. Also gut, Tim, dann mal los. So, Dicta, Deponitox und Tangela. Ja. Aber jetzt mal umgekehrte Reihenfolge. Jetzt fange ich immer mit Tangela an. Wäre es okay, wenn wir dir ein paar Fragen stellen? Tangela! Oh, erzähl mal was. Oh. Womit vertreibst du dir am liebsten die Zeit? Tangela, lala. Mit Sonnenbaden, ja, wie entspannt. Muss ich sicher schön sein. Tangel. Außer dem Hausmeister hast du keine anderen Laute gesehen, sagst du? Augenblick, da steckt inzwischen. Was steckt denn da zwischen Tangelas Rang? Einige Glasscherben, wie die wohl dorthin gelangt sind? Tangela. Du glaubst, sie sind auf dem Weg ins Gebäude im Inneren an dir hängen geblieben? Warte mal, du warst dort drin? Hey Tangela, wie bist du denn da reingekommen? Tangela. Durch diese Tür hier? Diese Tür, kleinere Tür. Also, Tangel, wie diese Tür bist du vor kurzem noch nicht abgeschlossen? Und nun ist sie verschlossen und du kommst nicht mehr rein? Diese Einrichtung soll doch angeblich schon seit Jahren nicht mehr genutzt werden. Wieso wurde die Tür erst kürzlich abgeschlossen? Keine Ahnung, aber das wirft einige Fragen auf. Oh! Tangela hat von dieser kleinen Tür da gesprochen, richtig? Schauen wir uns die doch mal genauer an, Tim. Wir haben diese Tür noch nicht überprüft. Vielleicht finden wir ja doch noch einen Weg hin zu Gott. Hallo? Das muss die kleine Tür sein, von der Tangela gesprochen hat. Auf der anderen Seite hängt eine Kette oder sowas in der Art und blockiert die Tür. Da wird die Tür von innen abgeschlossen. Was geht denn hier nun vor sich? Schon seltsam, dass die Tür bis vor kurzem noch nicht abgeschlossen war. Wer hat diese Tür abgeschlossen? Wir sollten mit allen Pokémon hier sprechen. Vielleicht erhalten wir noch weitere wichtige Infos. Gute Idee, machen wir das. Ich liebe es, wie Pikachu hinterher rennt. Oder Harry. Dann fällt dir ein paar Fragen stellen, Dick. Lebst du auch an diesem Ort? Dick. Oh, dieser Ort ist richtig toll, wenn... wie es sich so gut graben lässt. Dick. Und es ist schön graben zu können, so viel du willst, weil keine Menschen in der Nähe sind. Menschen sehen Dick da aber gar nicht als Schädling an, solltest du wissen. Vor allem Bauern freuen sich, wenn ein Dick da in der Nähe ist. Für den Ackerbau gibt es keinen besseren Boden, als den, wenn ein paar Dick da sie durchfüllen. Dick. Ja, ganz im Ernst. Du brauchst keine Angst vor Orten zu haben, an denen sich Menschen aufhalten. Sie würden sich bestimmt freuen, dich zu sehen. Dick. Dickler hier ist noch kein Mensch gesehen, aber es hat anderes erwähnt, das ich ziemlich interessant finde. Was denn? Manchmal, wenn Dickler nach unten nachts unter der Erde ist und versucht zu schlafen, hört es jede Menge Kraft. Du meinst, es hört Geräusche, die direkt aus dem Boden kommen? Dick. Richtig, daraufhin ist es neugierig geworden und hat sich in die Einrichtung geschlichen, um nachzusehen, aber dort war niemand. Aber als es dann wieder unter der Erde war, konnte es die Geräusche immer noch hören. Geräusche, obwohl niemand dort drin war? Komisch. Moment mal, bist du überhaupt ins Gebäude gekommen? Dick. Er sagt, dass er hat ein Loch durch den Boden des Gebäudes gegraben. Wow, es muss ja richtig stark sein, wenn es in der Lage ist, sich von unten ins Gebäude öffnen zu können. Ich frage mich, was das für ein Geräusch unter der Erde war. Ah, schade, ich dachte, da wäre ein Loch. Hast du kurz Zeit, um mal ein paar Fragen zu beantworten, die du mich kriegst? Depo. Du hast dem Hausmeister dabei, Müll zu entsorgen. Klingt so, als würdest du mächtig ins Zeug legen. Depo. Du hättest nicht erwartet, dass dich jemand dafür lobt, dass du bloß leckere Snacks aufsammelst? Ach stimmt, der Müll ist ja für dich reinste Delikatesse. Erinnert mich an das Unrat-Detox, das wir erst neulich getroffen hatten. Hast du denn noch irgendwelche anderen Menschen gesehen? Depo.
sagt, es hat hier aus demselben Hausmeister noch nie irgendwelche anderen Menschen gesehen. Das passt zu dem, was der Hausmeister uns erzählt hat. Hast du irgendeine Möglichkeit, in dieses Gebäude zu kommen? Depot? Ah, es war noch nie drin. Achso, ja, tja, das hilft uns nicht wirklich weiter. Ist dir vielleicht irgendwas Seltsames aufgefallen? Depot, 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 Punidogs. Manchmal findest du es sehr seltsam. Tut mir leid, aber wir sind nicht hier, um über deine Snacks zu plaudern, sondern... ist das eine dieser Snacks, die du heute gefunden hast? Eine Essensverpackung. Was hat das, eine weggeworfene Essensverpackung hier zu suchen, wenn doch angeblich keine anderen Leute herkommen? Depony. Was, du findest das auch hier schräg? Obwohl nie jemand herkommt? Hey, du Punidox, was dagegen, wenn wir die Verpackung behalten, wir können sie auch gerne gegen andere Müll enttäuschen. Depo. Danke, Deponidox. Das könnte ein entscheidender Hinweis sein, nachdem wir gesucht haben. Eine weggeworfene Essensverpackung neben einer Einrichtung, die niemand mehr besucht. Was könnte das bedeuten? Satte, satte. Tja, mehr gibt's wohl nicht zu entdecken. Glaubst du, dass wir Onitas finden werden, wenn Pikachu? Ja, das tue ich. Die Chancen stehen ziemlich gut, dass Onitas diesen Ort hier tatsächlich als Basis nutzt. Für diese Vermutung gibt es gleich mehrere Gründe. Zunächst wäre da Diktas Geschichte über die Geräusche, die aus dem Gebäude kommen. Dann ist da noch Tangela Bemerkung über die kleinere Tür, die von innen verriegelt wurde. Und nicht zu vergessen, die Essensverpackung, die Deponidox gefunden. Für sich allein betrachtet, wirkt jedes dieser Dinge ziemlich belanglos. Aber nimmt man alle zusammen, können wir mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass sich an diesem Ort Leute aufhalten. Ganz genau. Ich denke auch, hier mehr als nur Zufall im Spiel. Ich schätze, wir kommen hier nicht mehr drum herum, uns drin umzusehen. Als erstes müssen wir herausfinden, wie wir hineinkommen. Yep, das ganze Gebäude ist von innen verrammelt. Da wir noch nicht dem Vordereingang gehen können, müssen wir uns einen anderen Weg hinein überlegen. Hast du irgendeine brillante Idee? Warte. Ist dir schon mal eine Möglichkeit eingefallen, wie wir ins Gebäude gelangen können? Wir springen in das Loch. Nein, das ist zu klein. Wir suchen nach einer Stelle, die Personen das Gebäude betreten und verlassen haben. Vielleicht können wir das Gebäude durch die kleine Tür betreten. Ich würde vielleicht das... Klingt irgendwie... Jus? Deponitux hat doch eine Essensverpackung gefunden. Die sehen noch recht neu aus, als hätte sie erst kürzlich jemand weggeworfen. Stimmt, und in diesem Ort wird regelmäßig gereinigt. Daher kann dieser Abfall noch nicht lange hier liegen. Aber der Hausmeister sagt doch, dass wir mit erstens die ersten sind, die er seit langem gesehen hat. Vielleicht wurde der Abfall von irgendwo hergeweht. Nun gibt es hier in der Nähe weder Wohnhäuser noch andere Gebäude. Dann ist der Abfall vielleicht aus dem Inneren des Gelochs rausgekommen? Schon möglich. Das würde ja bedeuten, dass in der Eingang finden, wenn der Duftstuhl das ist. Stimmt, und da wir noch nicht lange hier fliegen, kann ich dem Spur immer, ist sie bestimmt noch frisch. Ich würde sagen, das ist ein Versuch wert. Ich wäre ja lieber durch das Erdloch gesprungen. So. Falls wir eine Duftspur haben, sollten wir die am besten Fukano um Hilfe bitten. Denke ich auch. Zum Glück habe ich es gewinnen mitzunehmen. Lass mal Fukano gleich fahren. Ich bin der Meinung, dass wir alle direkt gebrauchen können. Sowohl Flampivian, als auch Luxtra, als auch Pandago und Fukano. Deswegen sind die auch hier. Kano? Hey, Fukano, kannst du mir... Wir könnten deine Hilfe brauchen. Wir würden dich gerne bitten, der Duftstuhl dieser Essensverpackung zu haben. Kano? Ein Kinderspiel, also ja, das hört ich gerne. Tim, sollen wir direkt loslegen? Yep. Klar. Okay, machen wir es beim letzten Mal, Fukano. Kano? Oh. Kannst du dem Büro folgen, der aus seinen kleinen Tüdeln... Okay. Nichts leichter als das. Alter, was war das gerade für dieses Trompeten-Solo? Da die Punidox die hatte, muss es ja hier irgendwo. Man muss sich erstmal bei Tim schnuppern. Also. Ich soll von uns mal noch schenken. Nein. Hier ist kein. Nee, hier ist überhaupt keine Spur. Nö. Nö, wow.
Nee, hier ist überhaupt nichts. Steht da. Dann haben wir zwei des Pokémon in die Labor. Ah, hier ist die Spur. Ah, okay, da muss Vampirian hier durch. Der Geruch ist plötzlich weg. Wie weg? Naja, hier nicht ganz senken liegt die Spur weiter. Du meinst hinter deinem Metallfässer? Müssen wir wohl irgendwas unternehmen, damit wir weiterkommen. Lass uns Tim nochmal in die anderen holen. Wie kannst du sagen, dass die Duftspur hinter dem Fässer weiterführt? Aber wie kommen wir dann da? Kommen wir dort leider nicht hin, um sie weiter zu verfolgen. Sieht ganz so aus. Wir bräuchten bestimmt den ganzen Tag, um so viele Fässer besät zu sein. Ich fürchte, da hilft nur rohe Gewalt. Du machst wohl Witze. Ich wünschte, wir hätten Zeit, hier etwas diskreter vorzugehen. Allgemein, es scheinen die Fässer leer zu sein, also wird uns sicher einer unserer Freunde dabei helfen können. Hast du bei den Ermittlungen schon häufiger an solche Methoden zugegriffen? Je nach Situation, schließlich ist die Aufgabe eines jeden Meisterdetektivs, den kürzesten Weg zur Wahrheit zu finden. Wen sollen wir um Hilfe bitten? Entweder Vampivian oder Pamago. Lampi. Ich sagte, dass er uns gerne bei allem hilft, das durch hohe Kraft gelöst werden kann. Das klingt, als wäre Vampivian am besten geeignet, um hier weiter zu. Sollen wir gleich loslegen? Ja. Ja, bitte passt auf. Dann zeig mal, was du drauf hast, Vampir, bis mal. Lampi. Dass er nicht einmal so durchcrashen kann, finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Da ist ein Loch in der Wand. Ich frage mich, ob das Stück Himmel vorhin dort durchgeflogen ist. Ja, davon gehe ich aus. Pandago und ich passen nicht durch das Loch. Da werden wir wohl etwas Größeres kloppen müssen. Wow, wenn ihr das macht, kracht vielleicht das ganze Gewalt zusammen. Werden die Tür von innen aufschließen, ihr zwei wartet fürs erste hier, okay? Wenn du meinst. Tim, sie war nach. Du hast recht, sie ganz was, könnten wir durch dieses Loch hineingelangen. Wie sieht's aus, Tim? Wollen wir rein? Na klar, deshalb sind wir doch hergekommen. Also gut, dann mal los. Ab geht's in das Loch, oh yeah, immer in die Löcher rein. Labor Lobby. So sieht das also im Inneren des Labors aus, als ob er einen Blitz eingeschlagen hätte. Hörst du überhaupt zu, Pikachu? Hä? Oh ja, ich war nur geschockt darüber, wie es hier aussieht, dass mir gerade die Sprache verschlagen hat. Verständlich, dass hier keine Wartungsperson mehr die Runden macht, war ja klar, aber wie kam ein Ort in nur 2 Jahren derart verkommen? Hier ist es also passiert. Was genau meinst du, Rachel? Das muss der Ort sein, an dem die Pokémon vor 2 Jahren während des Vorfalls mit R ausgerastet sind. Deshalb sieht es hier so schlimm aus und das Loch in der Wand kommt auch nicht von ungefähr. Verstehe, anscheinend hat nach dem Vorfall also so gelassen, wie es ist. Machen wir es. Ist in Ordnung, Rachel, wenn dieser Ort schon Erinnerungen bei dir weckt, ist es vollkommen okay, draußen zu warten. Ich wäre gern meinen Moment allein, wenn es euch nichts ausmacht. Ich dachte, ich sei schon bereit für diesen Schritt, aber ich habe nicht erwartet, dass es so sehr mitnimmt. Kein Problem, wir verstehen das. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Die Arme bestimmt bereut sie, schon mitgekommen zu sein. Aber alle Zeichen deuten darauf hin, dass Dionysos hier seinen Stützpunkt hat. Lass uns nach Hinweisen suchen. Ja. Irgendwie ist es sich gerade ganz seltsam anfühlt, als sie den Raum betreten haben. Ich frage mich, warum. Dieser Schrank wurde vermutlich von den Wissenschaftlern des Labors benutzt. Was steht oben? Ich bin zu klein, um dort reinzugucken. Das musst du schon. Da muss etwas. Warte, ich schau mal eben nach. Sie hat ein paar Chemikalien und so ein Zeug. Was ist denn hier drin? Ein Schlüssel. Ein ziemlich seltsamer Ort für einen Schlüssel aufzubewahren, was man damit wohl aufschließen kann. Nehmen wir ihn lieber mit. Vielleicht ist er später noch nützlich. Lass mich mal wissen, wenn du irgendwas Merkwürdiges findest. Du kannst ihn von hier unten. Du siehst auf Ohren oben besser. Keine Sorge, ich werde, wenn mir was auffällt, dir sofort Bescheid sagen. Wofür diese Chemikalien wohl benutzt werden? Vorsicht, Tim, das letzte Mal wird umgenistet, dass du dich verletzt. Ich weiß. Mach dir nicht immer das gleiche so viele Sorgen. Aber er ist der Vater, das ist seine Aufgabe. Hallo? Hier ist eine Notiz. Jetzt ist es schon mal vor.
Nachricht des Verwaltungsregimes. Sinnlich ist dieses Verfahren. Sobald das Treffen des Objekts ausfindig gemacht wurde, ist es unverzüglich zu werden. Nach erfolgreicher Beschaffung ist der Durchgang zum Erdgeschoss mit Betonung zu versiegeln. Ferner sind folgende Punkte zu beachten. Der Schaltkasten im Erdgeschoss muss zerstört werden. Es darf keinerlei Müll wie zum Beispiel Verpackung von Essen oder Getränken hinterlassen werden. Beim Betreten des verlassenen Gebäudes ist aufgrund der baufälligen Zustands vorsichtig geboten. Es scheint sich um irgendeine Art Anweisung zu handeln. Was glaubst du, worum es sich bei diesem Verwaltungsteam wohl handelt? Keine Ahnung. Aber zumindest wissen wir nun, dass die Leute hier waren. So viel steht fest. Ja, wir wissen zwar noch nicht, wer hier oder wie viele, aber das System hat eine Anleitung gefolgt, laut denen sie nach irgendwas suchen. Nur wie sind sie hier rausgekommen? Gute Frage, die Tür war von innen verriegelt. Und wieso standen Anweisungen, dass sie einen Durchgang mit Beton versiegeln sollten? Es gibt noch nicht so vieles, was wir nicht verstehen. Wir sollten uns weiter umgucken. So. Oh. Was ist das für ein Fleck? Es sieht so aus, als wäre hier irgendwie eine Chemikalie verschüttet. Vielleicht ist es hier damals verschüttet worden, als die Pokémon ausgerastet sind. Dem Geruch und der Dicke der Staubschicht nach zu urteilen, ist dieser Effekt schon vor einiger Zeit entstanden. Aber da wir jetzt nicht wissen, was das für eine Chemikalie ist, handelt es sich lieber, heißt es lieber davon Fingern lassen. Mhm. In den Schränken herrscht das reinste Chaos. Das sieht nicht so aus wie das Werk eines Hornbildern von uns. Irgendjemand muss den Raum noch etwas durchsucht haben. Oh. Die Klappe des Schaltkastens ist offen. Da drin sieht es ganz schön wüst aus. Wahrscheinlich gibt es deshalb auch keinen Strom. Die Anweisung, die wir gefunden haben, wurde ausdrücklich befohlen, den Schaltkasten im Erdgeschoss zu zerstören, weißt du noch? Also hat das jemand absichtlich getan. Aber wieso war das nötig? Wahrscheinlich sollte es so aussehen, als sei dieses komplette Erdgeschoss ohne Strom. Um vorzutäuschen, dass hier alles verlassen und außer Betrieb ist. Denke schon, das scheint mir die wahrscheinlichste Erklärung zu sein. Nicht zuletzt, weil die Anweisungen auch danach klangen, als sie irgendwas suchen und hier verstecken wollten. Diese Wand ist irgendwie viel zu weiß und viel zu hell, das ist schon suspicious. Richtig sass. Aber wir sollten erstmal Pandago und die und Flampivian reinlassen. Würde ich sagen. Nicht wahr? Hm. Das ist die Tür, die wir wegen der Kette nicht aufbekommen haben. Die Kette mit dem vorigen Geschoss gesichert. Wir müssen aufschließen, damit Pandago und Flampivian ins Gebäude kommen. Wäre doch praktisch, wenn der Schlüssel, den wir vorhin gefunden haben, zum Schloss passen würde. Versuchen wir es mal. Also dann. Ja, natürlich ist es der richtige. Prima, so viele zum Thema Kette. Jumbo. Flampago. Sorry fürs Warten lassen, Leute. Mhm. Damit sollte der Raum hier mal gründlich untersuchen. Ja, halt aus schon nach allem, was ungewöhnlich sein könnte. Ich will mit Pandago reden, vielleicht hilft das. Dago? Er sagt es halt so schnell, wann immer du es brauchst. Du musst es einfach nur fragen. Das ist wirklich sehr nett von ihm. Ich will diese Wand hier aufboxen. Oder vielleicht mit Vampivian? Warum? Ich frag, wann es sie endlich helfen darf. Immerhin steht noch nichts an, wo. Bitte? Diese Wand hier. Hallo, denk doch mal nach. Die nennen sich Meisterdetektive. Lux, sagt dieser Ort noch bedrückender aussieht als die Polizei. Ach, stimme ich ihm zu. Er wurde alles verwüstet. Tut mir echt leid, Tim. Ich hoffe, ich halte eure Bemühungen nicht zu sehr auf. Keine Sorge, lasst uns sehen und Zeit. Danke, aber ich mache mir Sorgen wegen Papa. Ich kann nicht ewig Trübsal planen. Gib mir kurz Zeit, dann bin ich bereit. Ich helfe. Versprochen. Danke, Rachel. Das muss wirklich hart für sie sein, aber sie schickt sich tapfer. Schau mal, Pikachu auf dem Boden, ein weiterer Essen habe. Sieht aus, als wäre die von die uns die Ponytox gegeben hat. Ein weiterer Hinweis, dass hier noch so Leute gewesen sind. Ganz genau, und vielleicht finden wir ja auch noch mehr Beweise. Das, also los, Augen aufhalten. Also Tim, wie lautet deine Meinung zu dem Raum, nachdem du genau unter den Druck genommen hast? Wir sind zweifelsohne Menschen hier gewesen. Und der Notiz nachzuurteilen kamen sie auch aus einem bestimmten Grund. Ja, ganz genau. Uns fehlen nur noch einige Details über das Wehe Schräge. Hier was Schräges vor sich gegeben dürfte klar sein. Und was genau sollte das ist, sollten wir herausfinden. Der Notiz auf dem Schreibtisch zufolge können wir mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass irgendjemand hier Anweisungen erteilte. Aber was genau haben diese Leute hier getan? Wenn wir das herausfinden, bringen wir vielleicht auch etwas Brauchbares über Unitas in Erwartung. Lass mal hören, was du denkst, Tim.
Haben wir irgendwelche Hinweise gefunden, die darauf hindeuten, was sich hier abgespielt hat? Jemand wohnt hier. Irgendjemand hat einen Durchgang mit Beton versiegelt. Jemand hat die Forschung zu R betrieben. Beides ist richtig, könnte sein, aber Beton ist am wahrscheinlichsten. In der Notiz, die wir in der Klammer stand, etwas davon, einen Durchgang mit Beton zu versiegeln. Das bedeutet, dass irgendwo auf diesem Stockwerk eine Versteckung gibt. Einen ganzen Durchgang zu versiegeln ist ja schon etwas extrem. Damit musst du irgendwas Wichtiges sehen. Wir sollten ihn unbedingt finden. Ja, ich weiß auch schon wo. Wenn wir einen versiegelten Gang finden wollen, sollten wir vielleicht unserer Freundin um Hilfe bitten. Ja, lass uns mal fragen. Wahrscheinlich brauchen wir jetzt Luxa. Luxa kann vielleicht mit seinem Gang finden. Was meinst du, sollen wir Luxa um Hilfe bitten? Ja. Also gut, Luxa, dann mal los. Lux! Und wer hätte es gedacht? Es ist hier. Nein! Wirklich, es ist hier! Oh, ich hätte es ja überhaupt nicht gedacht. Hey, hinter dieser Wand gibt es noch weiter. Bingo! Jetzt wisst ihr, wo es weitergeht, aber wie genau wollt ihr dort hineinkommen? Ihr wird die Wand zerstören, ist doch klar. Diese publige Wand hat doch keine Chance gegen Vampirians Kraft. Könntest du diese verdächtige Wand dort drüben mal kurz in den Hippo? Lampi! Das ist hier mal richtig Feuer und Flamme, was immer ein fest drauf von Lampi mit Schmack ist. Und. Zack. Der habe ich's gezeigt. Habe ich nichts anderes erwartet. Herzlichen Dank, Lampi. Dann lass uns mal weitergehen. Aber geile Musik. Wow, hinter der Wand war es tatsächlich ein ganzer Gang verborgen. Und eine Treppe nach unten führt. Jemand hat sich echt viel Mühe gemacht, um dies zu verstecken. Ich frage mich, wohin diese Treppe führt. Es gibt einen Weg, das herauszufinden. Bist du bereit, mit uns dorthin zu gehen? Ja, danke, Tim. Aber es geht immer wieder besser. Ich muss wissen, wie was Papa und Junitas miteinander in Verbindung stehen. Wie Papa und Junitas in Verbindung stehen. Okay, Leute, gehen wir. Ich hätte nie gedacht, dass der Keller dieses Gebäudes so groß ist. Du sagst aber, im Gegensatz zu den Schockwänden drüber scheint dieser Bereich noch genutzt zu werden. Hier unten muss was total geheim sein, sonst hätte sich Unitas wohl kaum die Mühe gemacht, einen kompletten Gang zu versiegeln. Dann liegt es jetzt wohl an uns, Licht in die ganze Sache zu bringen. Genau, also los. Welches seltsames Gefühl. Stimmt fast nicht. Ich glaube, wir nähern uns meinem Körper. Das kannst du fühlen? Anscheinend schon. Ich frage mich, ob Mewtwo's Kräfte etwas damit zu tun haben. Dads Körper befindet sich also hier irgendwo in diesem Gebäude? Oh, eine Sache noch. Ich spüre, wie Pikachus Bewusstsein langsam aber sich immer schwächer wird. Schwächer? Wieso das denn? Vielleicht, weil ich meine Erinnerung zurückgehalten habe und nun wieder weiß, wer ich bin. Oh nein. Schwer zu sagen, wie lange Pikachu noch durchhält. Wir sollten uns lieber nicht trödeln. Uns keine Zeit lassen. Keine Sorge, wir werden verhindern, dass sich Pikachus Bewusstsein einfach so ins Nichts auflöst. Ich schwöre, wir schaffen es, euch euren Körper wiederzugeben. Team. Ich bin so stolz auf dich, Söhne, Mann. Wir werden die Würfel von letzten Tests unterziehen. Wir bitten das Verwaltungs- und das Einsatzteam, sich im UG5 einzufinden. Diese Durchsage eben. Klingt, als gäbe es so einiges zu untersuchen. Na, Tim. Sophia, ne, jetzt. Zutto, ore no kotoba ga wakatte ita yo da na. Naze hayaku iwanakatta ndaro? Okay. Ja, ich meine. Hinter dieser Tür sollte sich eigentlich eine Treppe befinden, aber wie kommen sie nicht auf? Sie ist verriegelt, anscheinend benötigt man einen Zugangscode. Oh, klar. Jetzt müssen wir erstmal auf Code suchen. Tim, warte. Was ist? Da drüben. Ist das etwa. Verstecken wir uns, schauen wir uns mal an, was passiert. Dokorde, Aurora no Shizuku wa todokete kita no ka? ええ、さっきできたとこ大変だったのよ。ウーがなかなか吐き出さなくて。ここで何をしてるの？今日はハワードさんが製造ラインの視察にいらっしゃるんだから気を引き締めなさい。はい、あなたは私についてきなさい。
地下5階の準備を手伝ってもらうわ。はい。あなたたち2人はしばらくこの階で待機していなさい。了解です。ねえ、ich habe dich schon gehört, also ich bin sofort hergekommen, um nachzusehen. Und nicht, dass es hier genau wie ich es erwartet hatten. Da haben wir unsere Schlussfolgerung also voll ins Schwarze getroffen. Und du hast gehört, was die Kerle gesagt haben, Tim? Ja, irgendwas über den Aurora-Tropfen und die Fertigungsanlage. Die Durchsage, die wir vorhin gehört haben, lässt vermuten, dass wir hier um die Produktion der Würfel gehen muss. Und Papa ist alles hier, um alles zu inspizieren. Der Bürgermeister ist vielleicht noch im UG5, wenn wir uns bei ihm, könnten wir ihn dort abfangen. Dann müssen wir dort bloß auf einen Weg nach unten finden. Wichtig ist nur, dass wir uns auch weiterhin aufpassen. Auf diesem Stockwerk befinden sich nämlich noch immer einige Handlanger von Unitas. Möglich, dass sie uns in der Räume hier aufhalten. Wir sollten also lieber vorsichtig sein, anstatt unwürdig. Oh! Wir wollen ins UG5, richtig? Dann sehen wir uns mal nach der Taverne aufzukommen. Der Fahrstuhl hat im UG5 angehalten. Sie meinten vorhin ja auch, dass sie nach unten wollen. Ich habe mal versuchsweise den Knopf gedrückt, aber es passiert nichts. Ich wette, man braucht dafür eine Schlüsselkarte. Dann hoffen wir, finden wir irgendwo eine. Oh. Ein Gerät, mit dem man Zugangsprobe zu Tabellen geben kann. Ein vierstelliger Zahlencode, korrekt? Dann könnten wir Luxe gebrauchen, wahrscheinlich. Lux. Ja, verglichen mit dem verlassenen Erdgeschoss fühlt sich hier unten ganz anders. Und ich hätte ja gern, dass es hier irgendwas ist. Dann sollte er jetzt besser mal besonders vorsichtig sein. Die Atmosphäre hier unten ist ganz anders als oben. Und die Durchsage von ihm bereitet mir Sorgen. Wir müssen ab jetzt sehr vorsichtig sein, wenn wir den beiden am Plan dieser Organisation aufdecken wollen. Ich denke, es ist besser, wenn wir erstmal nur Pikachu und ich uns umsehen. Alles klar, ich warte hier. Oh! Ja, aber... Entweder brauche ich eine Schlüsselkarte oder einen vierstelligen Code. Ja, sie ist verriegelt und benötigt so. Du wirkst ein Flugzeug von Kano als Kano. Sag, dass es Angst hat, aber dass es sich doch in Ordnung nicht abhalten lässt. Danke, Fukan. Wir sind echt froh, dich dabei zu haben. Dago, findest du, dass ich mich seltsam verhalte? Hey, selbst ich werde manchmal nervös. Wir infiltrieren immerhin gerade eine Geheimbasis der Fieslinge. Dago. Flam? Du fragst dich also, was das für ein Ort ist. Tja, das wüsste ich auch gern. Finden wir es heraus. Okay, das war jetzt nicht sehr hilfreich. Oh. Das sieht aus wie eine Karte dieser Einrichtung. Was für ein Glück. Alle Verwaltungsdinger sind beschriftet. Mal sehen, bei UG1 steht Verwaltungsteam. Neben UG2 und 3 steht Einsatzteam. Für UG4 und 5 steht hier Forschungsteam. Verwaltung, Einsatz und Forschung. Sieht ganz so aus, als würde Unitas aus 3 Teams bestehen. Da ist auch eine Karte von uns in diesem Stockwerk. Anscheinend befindet sich hier im UG1 von dem Verwaltungsteam genutzt wird. Der Karte zufolge gibt es 2 weitere Räume in diesem Stockwerk. Und wenn wir weiter nach unten wollen, können wir entweder den Fahrstuhl oder die Treppe nehmen. Hauptsache, wir kommen nach unten, ohne entdeckt zu werden. Nun, fürs Erste sollten wir uns hier umsehen. Wir wollen in die unteren Stockwerke, aber wir können den Fahrstuhl nicht benutzen. Die Treppe wäre eine Alternative, aber dafür bräuchten wir einen Code, richtig? Ja, ein vierstelliger Code. Dann lass uns dieses Stockwerk mal gründlich auf den Kopf stellen und nach dem Code suchen. Gute Idee, vielleicht ist jemand, der hat den Code irgendwo aufgeschrieben. Wir sollten allerdings auf der Hut sein, wenn die Unitas uns hier entdeckt, war es das für uns. Du hast recht, ich werde vorsichtig sein. Oh! Hey, hast du das auch gerade aus dem Geräusch aus dem Zimmer gehört, was das wohl war? Gute Frage, aber auch wenn es mich neugierig macht, wir können nicht einfach blindlings irgendwelche Räume stürmen, wenn wir uns unentdeckt bringen. Ja, dabei würde ich so gerne nachsehen. Mal sehen, ob ich mit Luxra einfach reinschauen kann und den Code erkennen kann. Lux, ja, vergiss mit dem... Okay. Nein, kann ich nicht. Warum auch logisch denken? Ich verstehe zwar nicht ganz genau, was das... gesagt wird, aber es sind definitiv Schwimmer auf der anderen Seite. Das sind bestimmt dieselben Typen, die vorhin den Raum... Wir sollten erstmal den Raum nicht untersuchen. Geht's hier irgendwie noch weiter? Oh. Sieh mal, ein Wasserspender. Hier holen sich unsere Typen Wasser, ja? Selbst Bösewichte bekommen irgendwann los. Sonst sollten wir lieber nicht zu lange hier verweilen. Früher oder später kommen sie hier vorbei. Oh. Jeden Abend, wenn Inspektion durchführt,
ja, funktionieren. Das versucht unser Wartungsvorsitzender jede Raum und überprüft irgendwelche Unregelmäßigkeiten. Wir danken für Ihr Verständnis. Auf diesem Text wird das Wartungspersonal des Abends alle Räume durchgeht und nach den Rechten zu sehen. Dann haben wir dort, und das müssen wir jeden Abend machen, klingt ja echt anstrengend, einen Luftschacht durch den Pikachu-Raum. Der Zugang zur Treppe wird monatlich geändert. Der aktuelle Code kann im Bereitschaftsraum eingesehen werden. Aha, den Code finden wir im Bereitschaftsraum. Das ist doch mal ein nützliches Info. Weil das ja auch da hängt, also dass es immer gewechselt wird. Ja, es gibt zwei Räume bei diesem Stock. Ich frage mich, welcher davon der Bereitschaftsraum ist. Der schnellste Weg rauszufinden wäre wohl, uns beide Räume anzusehen. Sind wir uns sicherheitshalber auch noch die anderen Notizen an? Man weiß ja nie. Infolgedessen der Pokémon-Ausbrüche wurden die Sicherheitsprotokolle verschärft. Um weitere Vorfälle dieser Art zu vermeiden, bitten wir Sie stets genau Verhalten aller Pokémon zu achten. Sollte ein Pokémon fliehen, nutzen Sie bitte die Gegensprechanlage, um das Personal vor Ort zu informieren. Entlaufen Pokémon mit allen Mitteln wieder einzufangen. Die halten hier Pokémon gefangen? Sieht ganz so aus, aus dem Ausgang wird Mitgliedern eingebaut, auf keinen Fall Pokémon entkommen zu lassen. Und vergangene Ausbruchsversuche haben sie in hohe Alarmbereitschaft versetzt, also als ob das alles hier nicht schon schwierig genug wäre. Finden den Code in der Treppe im Bereitschaftsraum. Aber wir können sicher in Unit-Mitglieder aufhalten. Ja, wir sollten nicht einfach in irgendwelche Räume platzieren, wenn wir nicht wissen, was sich darin befindet. Und deshalb brauchen wir von Luxra. Ich sehe, wir sehen uns, verstehen uns, fragen wir Luxra, ob es uns hilft. Oder du gehst einfach in den Lüftungsschacht rein. Das ist ein Lüftungsschacht. Vielleicht passt du ja da durch, Pikachu. Das weckt schmerzhafte Erinnerungen an die Polizeiwache und an die Ruine. Ich schätze, wenn wir sonst keine Option mehr haben, könnten wir mich da durchzwängen. Um nach neuen Infos zu suchen, behalten wir es im Hinterkopf. Bist du sicher, dass du da durchpasst? Das letzte, was wir jetzt gebrauchen können, ist, dass du in diesem Lüftungsschacht stecken. Mach dir mal keinen Kopf. In den letzten Tagen ganz gute Übungen darin bekommen, durch die enge Schächte zu klettern. Meint sich noch keinen Grund, in diesen Schacht zu kriechen. Na gut, wir wissen ja nicht, was wohin dieser Schacht überhaupt führt. Ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit meinte, Luxra ist gut. Ja, jetzt sind die auf einmal alle weg. Achso, nee, aber man muss ja weiter. Luxra, kannst du uns vielleicht sehen, was hinter den Wänden abspielt? Sollen wir Luxra um Hilfe, soll Luxra Hilfe in Anspruch nehmen? Ja. Also gut, packen wir es an Luxra. Lux. Da ist ein Elektroball. Und zwei Unitas-Typen. Es befinden sich zwei Menschen und ein Elektroball im Raum. Das sind Menschen, die wir bereits im Gang gesehen haben. Die in der hellen Kleidung. Und wie sieht das Elektroball aus? Normal, schätze ich. Es bewegt sich kaum und wird ziemlich genervt. Das ging nicht danach, als sei es von den Unitas angenommen worden. Auf jeden Fall sollten wir einfach so in den Raum hineinspitzen. Stimmt, wenn wir dort wirklich rein möchten, brauchen wir zuerst einen Plan. Da ist nur ein Felino umgekippt. Pikachu, das ist Luxra. Dort drin liegt ein völlig kräftiges Pokémon auf dem Boden. Was? Erzähl mir mehr. Was siehst du sonst so? Soja, daheim da. Nantoka schnei to. Nanika, te wa nai ka. Was zu widrig ist. Und ein Lüftungsschacht. Aha. Soja, wa tsukai so da na. Sieht aus, als wäre die Tür abgeschlossen. Es gibt nur einen Weg dort hinein. Was mit dem Schacht in den Raum, Luxra, wohin führt er? Das kann ich von hier aus nicht sagen. Es liegen zu viele Wände dazwischen. Oh, irgendwie aus diesem Stockwerk habe ich schon einen Schacht gesehen. Vielleicht kann das sich mal sicher da rein. Musst du gleich mal nachsehen. Von hier aus habe ich eine bessere Sicht. Dieser Schacht führt direkt in den Raum nebenan. Und über den kann ich vermutlich über zum Felino gelangen. Was hast du jetzt vor? Erstmal gehen wir zurück zu Tim. Ich möchte ihm von dem Felino erzählen. Das sind seine Frauen. Verstanden, halte ich gut fest. Irgendwie unpassend ist das. Aber sehr angenehm. Möchtest du von Luxra absteigen? Ja. Was beim Abstieg? Ich helfe dir. Du machst dir echt zu viele Sorgen, Tim. Oh. Ich muss dir was erzählen, Tim. Nicht so laut, Pikachu, sonst hört dich noch jemand. Ups, sorry, ich werde versuchen, leiser zu sprechen. Da sind ein paar Unitas-Mitglieder und ein Elektroball in dem ersten Raum und den Gang runter. Das heißt, diesen Raum können wir nicht. Und was den anderen Raum betrifft, da sind zwar keine Unitas-Leute drin, aber was? Ein Felino liegt ohnmächtig auf dem Boden. Ich mache mir Sorgen um den Zustand, besonders weil der Raum abgeschlossen ist. Das ist ja schrecklich. Können wir ihn irgendwie helfen? Psst. Und mir gerade noch einen Vortrag halten, dass ich zu laut wäre. Aber stimmt,
Ich stimme dir zu, Tim. Wir müssen ihm helfen. Ich scheine in dem Ende dieses Stockwerks einen Lüftungsschacht zu geben, der bis zum Ende des Raums führt. Da müsste ich ohne Probleme durchpassen. Für so eine Rettungsmission nehme ich das gerne auf mich. Klingt gut für mich. Auf geht's. Oh yeah. Von hier aus sollte ich den Raum erreichen können, in dem Filino ist. Ich werde für ihn nach hinten. Ich werde nach ihm sehen. Warte hier so lange. Alles klar. Hier, ich helfe dir den Schacht hinein. Danke, Tim. Oh yeah. Tim, tanomuse. Isoide itte agete. Makase toke.